Heimat fängt ja da an, wo ich lerne oder schon bin, in mir zu Hause bin. Und da können wir gleich mal schauen zu Beginn, während wir hier sitzen, wie geht es mir denn gerade? Und wenn ich schaue, wie geht es mir denn gerade, gibt es ja so eine, es geht mir irgendwie körperlich, es geht mir irgendwie emotional, es geht mir irgendwie gedanklich. Und das Ganze nennt man Innenraumwahrnehmung. Ich habe eine Moment-für-Moment-Prozesswahrnehmung über mich selbst. Und nachdem ich weiß, wo ich durchschaue, weil ich schaue ja die ganze Zeit durch mich, dann gibt es eine Beziehung zur Außenwelt. Wir haben gesagt, es gibt diese Brücke, die meine Innenwelt und meine Außenwelt in mir, in meinem Nervensystem verbinden kann. Dann kann ich schauen, wie geht's denn mir hier mit und in dieser Gruppe. Und wie ist die Atmosphäre im Raum? Wir sprachen von der sozialen Achtsamkeit oder die Achtsamkeit von dem Wir-Raum, in dem ich mich befinde. Meine Wahrnehmungskraft von euch, von der Gruppe, deine Wahrnehmungskraft von uns als Gruppe. Das heißt, wenn die Gruppe in jedem innerlich abgebildet ist und jeder auch Teil der Gruppe ist, dann entsteht diese Acht, diese Unendlichkeitsschleife zwischen dem Individuum und dem Kollektiv. Ich trage dich in mir, du tragst mich in dir und daraus entsteht Beziehung. Das nennt man Beziehung, Beziehungsraum. Ich bin Teil von einer Kultur. Wir haben uns ja mit der Kultur befasst in den letzten 3 Tagen. Wie bin ich Teil einer Kultur, da wo ich lebe, das Land, in dem ich lebe, die Weltgemeinschaft. Wie bin ich Teil von einer Kultur, die sich um Klimawandel kümmert. Das heißt, wenn du jetzt nochmal schaust, unsere experimentelle Kultur, was für eine Atmosphäre ist denn hier im Raum? Was ist der Grad an Präsenz, Verbundenheit? Die Qualität hier zwischen uns?